Herzlich willkommen zu Road to 1100, Folge 23, glaube ich. Ist schon eine ganze Menge. Wir haben das letzte Mal einen interessanten Sieg hingenommen, sage ich mal. Wie war das noch? Irgendwie haben wir. Ah ja, es lief sehr schlecht. Und dann hat der Gegner einen riesen Fehler gemacht und ich konnte ihn einfach matt setzen mit zwei Läufern. Das war lustig. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch nochmal an. War eine gute Sache. Trotzdem, es ist momentan sehr schwer. Ich habe ein Elo von 1086 und müsste jetzt wahrscheinlich noch zweimal gewinnen. Mindestens sogar. Mindestens zweimal gewinnen, damit wir das. Oder? Moment, sagen wir mal, 8 ist der Durchschnittswert, den man holt, wenn man gewinnt. Das wären dann ja, also 16, 2 mal 8 wären da 16. Das wären, ja, das müsste passen. Zwei Siege müssten eigentlich auch passen. Mal gucken. Reichen nicht sicher, aber müssten passen. So, und ja, mal gucken, ob wir es packen. Ich habe mal wieder in die Geschichte geguckt. Ist lustig, dass sich irgendwie bisher einmal nur ein Jahr wiederholt hat oder sowas. Krass eigentlich. Naja. Das Jahr 1086 hat eine krasse Geschichte, und zwar, man sieht ihn hier schon, Dauferius von Monte Cassino, wo haben wir es denn, Religion, der 24. Mai, der Abt von Monte Cassino, ich denke mal, man spricht das so aus, auch wenn es komisch klingt, Dauferius wird gegen seinen Willen zum Papst gewählt, gegen seinen fucking Willen, so, er entscheidet sich für den Namen Viktor III., guter Name, kann nichts sagen, aber, wie ist das Ganze passiert? Hier ist noch eine Katastrophe, habe ich nicht gar nicht angelesen. Hungersnot über mehrere Jahre. Aha. Olaf Hunger, okay. Die Papstwahl von 1986. Ja. Weiche ein bisschen vom Thema Schach ab, merkt ihr vielleicht. Ich habe nicht mehr so richtig Bock. Nein, aber ganz kurz, weil das interessant ist. Die haben irgendwie erst einen anderen Typen gewählt, aber das ging nicht. Den hier, Konsul Celsius? Nee. Doch, nee. Die haben irgendwen gewählt und dann ging das nicht. Und dann haben die noch jemanden gewählt und das ging das nicht. Und dann musste Desiderius oder Dauferius oder whatever die Wahl annehmen, tatsächlich. Und man sieht es hier. Das ist er. Wie er hier auf die Bibel schwört oder was das ist. Ich denke mal, es ist die Bibel und nicht der Koran oder irgendwas. Und er hat schon richtig diesen Gesichtsausdruck von wegen, ach, na gut, ne? Man sieht ihn das so richtig an. Ach, kein Bock, ey. Jetzt bis zu meinem Tod. Papst sein. Steht auch irgendwo, er sitzt irgendwie. Er hat 10 Monate sich geweigert. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt war. Nein, jetzt bin ich komplett falsch hier. Ja, okay, ich finde es nicht mehr. Aber er hat sich fucking 10 Monate geweigert, finde ich auch geil. Einfach jeden Tag, nee, kein Bock und jeden Tag vor der Tür da irgendwie die Bischöfe und alles. Und dann, ach, bitte, komm schon. Nee, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, okay? Und irgendwann, ja, na gut. Und dann bist du Papst, ne? Also krasse Sache eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum er nicht Papst werden wollte. Keine Ahnung. Aber offenbar konnte man sich dagegen damals nicht wehren. Ich weiß gar nicht, wie es heute wäre. Ob man sich dagegen wehren könnte. Genug Vorgeplänkel. Ich drücke jetzt hier auf Spielen und dann fangen wir an. Und wir spielen gegen, ja, einen ziemlich gleich guten Spieler, also was hier die Bewertung angeht zumindest. Und ja, wobei ich hätte sogar hier kontern können. Und dann wird sich natürlich jetzt zeigen, wie wir das machen gegen JRSM54 aus Spanien. Er oder sie. Hat ein Elo von 1071. Ist uns leicht unterlegen, würde man sagen, aber das heißt natürlich gar nichts. Wenn ich jetzt hier schlage, kommt er also um die Ecke, ne? Sowas. Ah, ist das klug? Ich glaube, es ist nicht so klug. Naja, ist nicht so klug. Ist nicht so klug, weil er schlägt jetzt, dann muss ich ja schlagen. Oder wenn ich den zuerst schlagen möchte. Nee, auf jeden Fall verliere ich meine Dame dann und die Rochade noch dazu. Beziehungsweise ich verliere meine Dame nicht, ich tausche sie nur, aber ich verliere die Möglichkeit einer Rochade. Muss jetzt natürlich gut überlegen, ob es mir das wert ist. Hätte ich hier vielleicht besser machen sollen.
Aber okay, mir ist es auch egal. Ich mache mal sowas. Dann kann ich nämlich diesen Zug hier noch machen und sicher, wenn das fällt. Er kann sich zwar mein Ding snacken, aber ich komme da schon hin mit dem Turm. Okay, mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, kleine Rochade ist jetzt natürlich schwierig hier mit dem Typen im Vorgarten. Wenn ich jetzt hier schlage, dann kommt er. Ich mache mal sowas. Einfach um dieses Feld dann zu sichern, falls ich vorziehe mit dem Bauern. Grundsätzlich kann ich mich auch hierhin entwickeln. Also ist, glaube ich, kein schlechter Zug. Trotzdem stehe ich schon wieder sehr weit hinten drin. Das gefällt mir alles nicht so richtig gut. Okay, jetzt kommt der Zug. Ich denke mal, ich werde hier außen hingehen, einfach um den Druck hochzuhalten. Auch wenn das jetzt grundsätzlich immer schwierig ist, ne? Ein Springer am Rand, ne? Soll man nicht machen. So ist ja auch der Spruch, Springer am Rand sollst du nicht machen. Kennt man. Ich hab allerdings noch eine andere Idee. Ich gehe hier hin und versuche dann den auf die Linie zu bringen, um einfach hier ein bisschen Unordnung zu stiften. Aber es ist nur eine grobe Idee, bringt jetzt auch nicht wirklich zwingend was. Ich kann natürlich auch hier das noch nutzen, keine Frage. Und den Dings hier, den Kollegen hier mal ein bisschen fesseln. Warum nicht? So, mal gucken, was passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, besser zu spielen als das letzte Mal, weil das doch irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Ich meine, ergebnistechnisch super, aber jetzt vom reinen Spiel her war das nix. Das gebe ich offen zu. Eigentlich hätte man das verlieren müssen. Aber gut, da muss man natürlich dann auch wach genug sein, das am Ende zu sehen. Habe ich, glaube ich, ganz okay gemacht. Trotzdem jetzt kein beispielhaftes Spiel. So, was bringt das? Ich soll hier schlagen. Dann kommt er hier hin. Ist vielleicht gar nicht schlechter zu tauschen, weil ich hier im Rand so blöd stehe. Auf der anderen Seite ist auch nicht die geilste Idee des Jahrhunderts. Kriege ich hier irgendwas entwickelt? Andere Idee. Ich stelle mich hier hin, mache mal hier Druck, weil er muss sich dann bald entscheiden, wenn ich zum Beispiel hier schlage. Okay, jetzt schlage ich hier, dann geht er hier hin und dann schlage ich hier und dann macht er hier nämlich auf mir, das Türchen. Und das ist nicht nur in der Adventszeit eine schöne Idee, sondern auch grundsätzlich clever. Ich bekomme eine WhatsApp-Nachricht. Nein, ich erhalte nur eine Nachricht, dass meine WhatsApp-Mitteilung nicht zugestellt werden konnte, was natürlich schade ist, aber jetzt im Moment nicht so wichtig. Sieh, auch hier bin ich natürlich sehr verwundbar, ne? Wenn die Dame sich hierhin bewegt. Das ist verwundbar, aber grundsätzlich mal angreifbar. Ins Schach stellbar, keine Ahnung. Ob er das jetzt auch probieren wird, ich weiß es nicht. Soll ich das denn probieren, um hier den Weg aufzuhebeln? Ich meine, ich habe grundsätzlich jetzt nicht direkt die Möglichkeit, was zu unternehmen, aber das ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn hier der König nicht so ein sicheres Feld hat. Und ich glaube, das mache ich tatsächlich.
Wobei, kurz nachdenken, wenn er jetzt hier hinrücken sollte, dann mache ich hier Druck, dann kommt er, dann komme ich. Also Rochade wird zunehmend schwerer dadurch, aber ich probiere es mal. Los geht's, Mann, ich verliere viel zu viel Zeit. Mann, ich dachte, er lässt sich Zeit beim Ziehen, aber ich bin vor allem hier der Schlechte, der Langsame. Wenn er zurückschlägt, dann dichte ich das Ganze, glaube ich, mal hier ab mit einem. Mit dem Zug. Denke schon. Groß rochieren ist natürlich noch eine Möglichkeit, allerdings jetzt hier mit der Dame so. Im Vorgarten, sag ich mal. Noch nicht ganz im Vorgarten, aber schon mal in der gleichen Straße. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Weil wenn ich groß auch hier stehe, ich ja mit dem König hier, kann erstmal zum Beispiel das Feld hier nicht so sichern. Das könnte ich natürlich auch schön hier rausrücken. Bisschen Druck machen. Das ist aber natürlich ein großer Stellungsverlust in dem Fall. So. Mein Läufer hier zum Beispiel ist auch noch gar nicht gut entwickelt. Da muss ich mir echt noch was überlegen. Und ich habe natürlich Angst hier hinten. Ganz klar. Ihr kennt mich. Ich habe sogar Angst, wenn ich deutlich am Gewinn bin. Und ich merke, mein Hals ist ein bisschen trocken. Darum natürlich das Schach, was er da nicht will. Ist vielleicht in der letzten Zeit auch ein bisschen zu kurz gekommen. Gestehe ich gerne ein, diesen Fehler. Oder gerne natürlich nicht, aber gestehe ihn mir ein. Ja, das ist natürlich ihr. Das wäre schön wegzusnacken, aber kann ich mit der Dame gerade nicht machen. Groß rochieren ist, glaube ich, nicht schlecht. Ne? Müsste doch klappen. Müsste doch eigentlich klappen. Jetzt tauschen wir. Ich schlag, er schlägt, er zieht vor, ich schlag. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Er macht sich doch eher noch angreifbarer damit. Dann habe ich wenig Zeit, ey. Aber ich hab irgendwie dumm gedacht. Da ist er aber jetzt schon irgendwie angreifbar, oder nicht? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Turm oder sowas hinpacke. Jetzt nicht direkt natürlich, aber. Da wäre natürlich jetzt auch mein Läufer eigentlich in dieser Diagonalen perfekt, um einfach hier zu Druck zu machen. Was kann ich sonst noch tun?
Das gefällt mir echt nicht, dass mein Läufer hier so anbarrikadiert ist. Probiere ich das doch ganz stumpf, oder? Hier Druck mit der Dame drauf. Er tauscht. Ja, okay. Kannst blocken. Warte mich mal hier vor. Das ist kein bestimmter Move. Der macht nichts besser oder schlechter, aber ich finde, das ist eine ganz wichtige Position in der Mitte, die ich mal besetzen sollte. Wichtiges Amt, was hier meinem Springer zukommt. Der natürlich jetzt flexibel hier irgendwelche Strippen ziehen kann, die jetzt erstmal gedeckt sind von der Queen. Aber ich meine, meine Dame noch mal hier hinstellen und dann hier Druck machen oder so, habe ich ein bisschen Überzahl, keine Ahnung. Sowas in der Art. Ich weiß es nicht. So, ich habe ein bisschen wenig Zeit. Ich muss vielleicht echt leicht schneller spielen, auch wenn mir das schon ab und zu mal ein bisschen Strich durch die Rechnung auch gemacht hat. Aber sein König steht scheiße. Das ist eigentlich mein Riesenvorteil. Sein König steht nicht gut. Was kann ich daraus für ein Kapital schlagen? Okay, jetzt kommt der ins Spiel. Da will jemand's wissen. Da will's jemand wissen, so rum. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, ich möchte ein bisschen schneller ziehen. Ich habe ein bisschen die Angst, dass sich hier was zusammenbraut auf der anderen Seite. Was soll sich da zusammenbrauen? Aber da vielleicht sage ich das auch nur, weil ich es noch nicht durchschaut habe. Ja, der Springer steht sehr gut, weil ich jetzt zum Beispiel auch nicht hier hin kann oder sowas, um dann hier Druck zu machen. Na, okay. Wenn ich jetzt mit der Dame hier hingehe, das macht keinen Sinn. Springer hier macht aber auch keinen Sinn. Ich muss natürlich aber ziehen. Scheiße. Wenn ich jetzt mit der Dame hier hingehe, dann schlägt er mich einfach. Ja, das bringt nicht viel. Keine Ahnung, ey. Schlag einfach mit der Dame, komm. Tu mir den Gefallen. Sieh einfach nicht, dass hier meine Dame hinten steht. Das wird er nicht machen. Ich darf nicht. Das ist auch so eine Sache, die man ab dem Niveau natürlich nicht mehr machen kann. Hoffen, dass der Gegner dumm genug ist. Das wird irgendwie nicht mehr klappen. Das Feld ist hardcore umkämpft. Also, das heißt umkämpft. Er ruckt vor, ich schlag, er schlägt. Ich schlag,
Er schlägt, ich schlag, er schlägt. Also es gibt eigentlich von ihm aus gesehen, gewinnt er die Sache. Also was heißt die Sache? Ne? Jetzt nicht das Spiel unbedingt, aber... Diesen Abtausch hier. Mann, das ist schon wieder eine vertragte Kacke hier. Okay, what? Das habe ich jetzt nicht so richtig erwartet. Weil wenn ich, jetzt kann ich ja wieder hierher zurück. Also, ja. Verstehe nicht so ganz, was man hier machen soll. Er macht sowas. Ich krieg meine Figuren nicht entwickelt. Okay, ich muss irgendwie Läuferentwicklung muss jetzt mal starten. Wäre auch geil, wenn ich hier hinten. Das steht der. Geht das? Es müsste gehen. Dann kann ich zum Beispiel hier den Springer hinstellen und hier Druck machen mit. Das wäre perfekt. Wenn, also ich denke jetzt 70 Züge voraus, aber wenn der Turm dann hier hin könnte, wenn der Weg hier frei wäre, ich ihn dann so decke und ich den dann irgendwie mit der Dame hier decke, hier hinter, weil hier dann mittlerweile frei ist. Vielleicht. Oder mit Sicherheit denke ich gerade zu weit, aber von der Idee her müsste das ja klappen, weil dann hätte ich so einen schönen Spieß gemacht, dann muss der weg und kann dann, ich könnte dann die Dame wegnehmen. Aber ob das jetzt wirklich so kommt, also wenn es so kommt, dann könnt ihr mich abfeiern, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Dazu ist es noch zu weit in der Zukunft. So. Zeitmäßig nähern wir uns zum Glück gerade ein bisschen an. Er ist nur noch eine Minute über mir. Sein Springen kann natürlich auch wenig machen gerade. Das ist eigentlich auch ganz gut. Da kann er nicht hin, hier nicht, hier nicht. Hier werde er sofort geschlagen. Hier bringt einfach nichts. Okay, Dame, rückt raus. Wenn ich jetzt hier hingehe, einfach mal ein bisschen Druck auf die Dame machen. Was hat er denn vor? Oh, er hat das hier vor. Da habe ich überhaupt schon. Okay, es ist so knapp gerade, es ist so knapp. Kommt wahrscheinlich der hier dahinter. Und dann müsste ich hier einen rausstellen.
Oder den hier hin. Das ist eigentlich vielleicht besser. Wobei, er scheint ein Spieler zu sein, der sehr gerne auf diese Bauernketten setzt. Jetzt macht er da Druck. In meinen Augen nicht so richtig sinnvoll. Oder was will er denn hier erreichen? Oder hier? Was will er, was hat er vor? Wenn ich jetzt einfach mal Druck auf die Dame mache. Mach das mal. Ich hab schon fucking wenig Zeit, ey. Es sind halt kaum Figuren vom Feld bis jetzt. Deutet auf ein langes Endspiel hinaus. Sagt man das wissen. Konzentration ist jetzt wichtig. Was könnte er hier im Schilde führen? Okay, jetzt geht er weg. Moment, okay. Kurz durchdenken. Ich schlage hier, um den zu schützen. Er schlägt mit dem Bauern zurück. Ich schlage hier, er schlägt zurück. Moment, was habe ich dann gewonnen? Ich schlag, schlag, zack, zack, habe ich nichts gewonnen. Gar nichts. Nee, habe ich nichts gewonnen. Stattdessen, ja. Er schlägt mit der Dame. Bringt alles nichts. Bringt alles nichts. Was hatte ich denn stattdessen vor? Wieder hierhin, ja. Dafür habe ich jetzt eine Minute gebraucht oder sowas. Steht ja leider nicht mehr hier. Okay, er zieht schnell. Er zieht schnell. Keine Ahnung. Oh mein Gott, das war dumm, ne? Jetzt kann er ja hier hin. Und meine Dame angreifen. Mehr aber auch nicht. Ich stehe dann nicht in der Gabel oder sowas. War schon mal wichtig. War schon mal wichtig. Und da muss er ja eigentlich zurück. Ja, er macht den Move. Aber bringt ihm ja nichts, ne? Dann geht hier hin. Oder hier hin. Ist besser. Egal. Oh Gott, hoffentlich egal. Er kann hier hin, bringt ihm nichts. Hier hin, bringt ihm alles nichts. Es geht jetzt ein bisschen um Zeit gerade. What? 6:33? Alter, Scheiße. Noch 8 Minuten, fällt gleich unter 8. Aber wie lange könnte das noch dauern? Soll ich nachsetzen? Dann schlägt er mich. Das bringt nichts, das bringt nichts. Ja. Sind jetzt ein bisschen Nonsenszüge drin, leider. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, aber.
Kriegt's irgendwie auch nicht ohne hin. Wenn die Dame hier hinstellt, was ist dann? Nix eigentlich, ne? Ich bin hier bedroht. Muss ich ein bisschen aufpassen, weil der nicht gedeckt ist. Aber ich muss jetzt echt mal hier gegen die Zeit auch spielen. Weil der wagt sich da hinten nicht raus. Der weiß, dass sein König immer noch ein bisschen gefährdet ist. Wobei er das ganz gut gemacht hat. Springer kann auch nichts tun, richtig. Wegen der Dame halt. So. Nein, ich will es nicht. Und der Druck wird höher und höher. Okay, Dame hierhin vielleicht. Dann kann ich hier aushelfen, wenn ich hier reingehe. Und er kann nicht fliehen. Das ist doch was. Was soll das denn? Was soll das? Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Kann er natürlich auch jetzt seinen Läufer hier hinstellen. Ist alles nicht so nice. Jetzt tut er seine Dame dahin. Okay. Tauschen? Fragezeichen. Ich weiß nicht. Oft ist ein Damentausch auch nicht das Schlechteste, was man machen kann. Und jetzt, wie geht's weiter? Ich muss jetzt auch ein bisschen Zeit weiterhin im Blick haben. Ja, okay. Idee. Springer kann jetzt ja frei handeln. Macht diesen Sache. Da habe ich hier eine wunderbare Springergabel. Wenn es klappt. Nee, habe ich nicht, weil der jetzt natürlich schlägt. Oder der, ja. Trotzdem. Es geht jetzt wirklich um die Zeit. Ich habe 5,24, er hat weniger. Ich glaube, mit dem König, ja, werde ich jetzt mich auch mal hierhin begeben, um auszuhelfen. Ist das irgendein cleverer Move von ihm? Weil ich glaube nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Gut, da bin ich Schach, aber. Oder was von? Eigentlich nicht. Der steht jetzt sogar gerade gut, weil er den hier deckt. Kommt das hier? Okay. Ja, es ist jetzt ein bisschen aussitzen gerade. Hier oder der? Mann, ich stehe so unter Druck. Der ist immer noch in Gefahr. Und jetzt ist er da. Und hat aber nur noch zwei Felder. Was ist da der Plan? Unentschieden? Will er einen Unentschieden haben? Will er einen Unentschieden? Will ich einen Unentschieden? Nee, eigentlich nicht. Jetzt geht er hier hin, ne? Weil Bestellungswiederholung ist ja unentschieden. Just. To remember. Ah, shit. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht shit. Er schlägt jetzt hier, aber der ist gedeckt. Also er schlägt dann natürlich wahrscheinlich nicht. Kann er noch machen. Hier, hier. Remis! Stellungswiederholung! Zum ersten Mal unentschieden. Hä, wann hatten wir diese Stellung denn schon dreimal?
Ja? Okay, ich weiß nicht genau, was ich jetzt davon halten soll, weil eigentlich war das jetzt nicht aussichtslos, hier noch zu gewinnen. Zeit ist ziemlich gleich. Ich hätte mir eigentlich jetzt lieber ein spannendes Finale erhofft, aber es ist das erste Unentschieden dieses Let's Plays. Und ich verliere und gewinne nichts. Also von daher passiert erstmal jetzt nichts. Ich frage mich mal, was ich nächstes Mal für einen Wikipedia-Eintrag raussuche. Scheiße, stellen wir es wieder runter. 68,8 zu 68, krass. Aber hatten wir das wirklich dreimal? Okay, hier ist die erste, oder? Ja. Also, Nummer 1. Falsche Richtung. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt. Nee, Moment, da ist doch Nummer 2. Hä? Ich check Stellungswiederholung nicht. Funktioniert es? So. 1, 2. Dann ist doch jetzt schon 3. Stimmt da was nicht? Das war's. Hä? Warum ist das jetzt ein Patzer? Und warum ist das ein Patzer? Ja, okay. Ich wusste nicht, ab wie viel Mal die Stellungswiederholung zählt. Ja, das wäre der bessere. Egal, ey. Wir haben unentschieden gespielt. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich will auf gar keinen Fall hier eine Revanche haben. Ja, scheiße. Also, naja, ist okay. Ist besser als verlieren, aber natürlich auch leicht unbefriedigend jetzt, wo das Ding eigentlich noch nicht zu Ende ausgetragen ist. Steht natürlich auch okay. Wir können auch mal das Brett drehen, kann man auch mal machen. Ja, an seiner Stelle ist das natürlich auch leicht enttäuschend. Ich meine, hier wäre bei einer Springerlage. Nee, ist es nicht, der ist ja gedeckt. Aber der nicht. What the fuck? Hier ist eine Springerlage. Hat er das nie gespielt? Wieso sehe ich das jetzt erst? Hat er die nie gespielt? Scheinbar nicht. Macht er das denn nicht? Ach, habe ich Glück gehabt. Ja, guck mal. Dann kann ich doch auch leben mit dem Unentschieden. Ja, ist jetzt so. Muss ich eh leben mit. Von daher, so ist es. So ist es einfach. Mal gucken, wie es dann nächstes Mal weitergeht. Es ist echt hart, irgendwie einen Sieg denen aus den Hüften zu leihen, diesen guten Spielern, die man hier öfter kriegt. Im letzten Drittel der 100. Und ja, ich gebe aber mein Bestes und bin nächstes Mal wieder dabei. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Und ciao.